Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen Werder Bremen. Herzlich willkommen zu diesem Halbfinale im DFB-Pokal, liebe Fußballfans. Am Mikrofon begrüßen Sie heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Hallo Wolf. Hallo liebe Zuschauer. Und was ist das für eine Spannung hier? Es geht um so viel, um den Finaleinzug. Ich glaube, jeder, wirklich jeder weiß, was hier heute auf dem Spiel steht. Und klar, da will keiner als Verlierer vom Platz gehen. Beide Mannschaften bisher mit überzeugenden Pokalleistungen. Aber heute gilt's. Heute kann ein Traum wahr werden. Heute sehen wir Bayern München gegen Werder Bremen. So gehen es die Bayern also heute an. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich. Und jetzt der Schuss. Er war noch dran, gibt Ecke. So, Ecke kommt. Da können Sie erstmal klären. Lewandowski. Robert Lewandowski dürfte zu den komplettesten Mittelstürmern überhaupt zählen. Ja, und das wirklich auffällt, Wolf, den kannst du im Grunde immer anspielen. Insbesondere mit dem Rücken zum Tor. Er kann den Ball einfach stark behaupten. Lewandowski. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. In den vergangenen drei Partien hat er ja dreimal den Schwarzen getroffen. Und sowas ist logischerweise sehr gut fürs Selbstvertrauen. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen, gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Ribéry, Fahne oben, abseits. Nuri Sahin am Ball. Oh, toller Pass, gute Aktion. Gibt's jetzt die Torchance? Knapp war er da im Abseits, wäre aber auch noch der Erlösung. Rodriguez. Goretzka. Klasse Aktion, Ball ist weg. Lewandowski. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Kimmich. Das hätte die Führung sein können, aber er setzt ihn knapp daneben. War eine sehr gute Gelegenheit, ein guter Schuss. Mopé. Schöner Pass. Gut in den Lauf gespielt. Er schießt. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Kurze Ecke, Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und noch eine Ecke. Eine kurze Ecke. Ball kommt weit. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Weg ist der Ball. Pjanic. Alaba. Goretzka. Nur James Rodriguez. Gnabry. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Neuer. Rodriguez. Sie müssen irgendwie versuchen, James aus dem Spiel zu nehmen. Sonst könnte es schwer werden. Ja, wenn der Kolumbianer seine Freiheiten hat, dann nutzt er sie auch. Ist torgefährlich, hat das Auge für die Mitspieler. Also ich will da nicht... Jetzt schießt er! Oh. Junge, war das knapp. Ah, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Der DFB-Pokal wurde natürlich in den letzten Jahren vor allem von einer Mannschaft dominiert, von den Bayern, aber auch andere Teams können sich hier eben immer wieder durchsetzen.
Und das haben ja eben auch die Bayern immer wieder erlebt. Das ist kein Selbstläufer. Das nimmst du nicht im Vorbeigehen mit, das Ding. Und ich glaube, es wird auch in Zukunft ein abwechslungsreicher Wettbewerb bleiben. Saint-Maximin. Mopé. Da trennt er ihn vom Ball. Ribéry. Und nun Alaba. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Jetzt Ribéry. Lewandowski. Serge Gnabry spielt zurück auf Lewandowski. Schussversuch. Eckball für die Bayern. Die Ecke jetzt von Pjanic. Gute Parade bei diesem Eckball. Bislang ein tolles Halbfinale, wie ich finde. Und ein toller erster Durchgang auch. Puschin. Ja, und wer sich hier. Toller Zweikampf. Lewandowski. Pjanic. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Guter Pass. Jetzt von Ribéry. Szene immer noch gefährlich. Und der Ball auf Lewandowski. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Also Wolf, noch ist das zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Sehr, sehr gefährlich. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Die Bayern wollen wechseln. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an. Schönes Zuspiel. Den will er mit Gefühl machen. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Alaba. In der Bundesliga geht's für die Gäste wie folgt weiter. Pjanic. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Nuri Sahin. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Ja, völlig richtig. Leon Goretzka verlässt den Platz und Thomas Müller kommt. Ja, schön, wenn du so einen klasse Mann noch auf der Bank hast. Thomas Müller jetzt. Müller. Mopé. Und damit erstmal keine Gefahr, geklärt vom Torwart. Macht ihn! Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Stark dazwischen gegangen, nicht zum ersten Mal heute. Das war eng, aber er hat ihn. Müller, Alaba. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Könnte eine Gelegenheit werden. Die Möglichkeit zu flanken. Ja. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Wir hören es. Die Bayern-Fans glauben noch an den Erfolg, sind sich sicher. Hier geht noch was kurz vor Schluss. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Kimmich. Gnabry. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Da trennt er ihn fair vom Ball. Tolisso. Mopé. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Die Situation bereinigt von Kimmich. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Absolut, Wolf. Miralem Pjanic verlässt den Platz und Javi Martinez kommt rein. Eher um für Stabilität zu sorgen. Hummels, richtig gut. Er hat den Ball.
Jetzt müssen sie aufpassen. Ball kommt nach. Thomas Müller jetzt. Und jetzt Lewandowski. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Bin mal wieder da rein. Okay? Bayern kommt noch mal. Die wollen hier unbedingt gewinnen. Absolut. Guck mal, jetzt kann er die Flanke bringen. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Müller. Normalerweise macht er den noch. Oder Buschi. Ja, also das haben wir auf jeden Fall schon ganz anders von ihm gesehen. Die Fans geben schon über das komplette Spiel Vollgas. Das ist schon Wahnsinn. Ein irrer Anblick, wie diese Anhänger ihr Team pausenlos über 90 Minuten anfeuern und nach vorne peitschen. Super Pass! Unfassbar! Mann. Noch gibt es keinen Sieger. Wir kriegen noch einen Nachschlag. Die Teams gehen in die Verlängerung. Es geht los, die Verlängerung läuft. Ball bei James. Thomas Müller. Flanke auf Lewandowski. Gut aufgepasst, so wird das hier nicht gefährlich. So, Maxima. Gebre Selassie. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und jetzt der Rückpass. Da kann er ihn stoppen. Thomas Müller. Javi Martinez jetzt. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Gnabry. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Chance zur Führung. Minuten mehr nachgespielt. Der FC Bayern wird hier gleich wechseln. Toller Pass. Ballverlust. Die zweite Hälfte der Verlängerung steht an. Ich bin gespannt, welches Team hier noch die letzten Kräfte mobilisiert. Weiter geht's. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. So, Maxima. Macht er ihn! Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Und nun Raphael. Thomas Müller. Was Thomas Müller so einzigartig macht, ist er seine eigene gute Ballführung. Das will er jetzt alleine machen. Raphael! So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Und er gewinnt den Zweikampf. Und 7 Minuten sind es hier noch. Jetzt Raphael. Serge Gnabry. Ganz einfach an den Ball gekommen. 5 Minuten sind es jetzt noch in der Verlängerung. Und Javi Martinez. Kimmich. So, Maxima.
können sie sich den Sieg doch noch holen. Flanke jetzt. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Da kommt jetzt doch die Müdigkeit durch. Die Bayern über die Seite jetzt. Flanke auf Müller. Der Torwart Faust dreht mal weg. Klasse. Weiter kein Sieger. Es gibt... Kann losgehen mit dem Elfmeterschießen. Er verzögert beim Anlauf, aber egal, ganz egal, kein Tor. Der Ball geht nicht rein, der Keeper hält's. Und das hat er richtig stark gemacht. Und die Kugel geht nicht rein. Das passiert, wenn du es nicht ernst genug nimmst. Kein Tor! Er schießt in die Mitte, Mann, Alter! Warum springt er denn? Schießt. Das ist doch unmöglich, ey. Einfach in die Mitte und drauf. Ja, da fackelt er nicht lange. Neuer Hetti! Klasse gemacht! Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgebrüht. Jetzt also lastet die komplette Verantwortung auf sein. Er hat ihn gehalten. Eine Riesenaktion. Eine Riesenleistung. Einmal dahin und hinlenken. Das ist der Sieg. Sie sind in der nächsten Runde. Das ist doch unmöglich, Alter. Jetzt ist er natürlich der Held. Sie wissen. So unverdient. So. Ich schieße in die Mitte. Ich lenke in die Mitte. Er schießt nach links. Meine Fresse, Alter. So zum Abfacken. Ach. Das bringt auf. Ja, wir gewinnen den nicht einfach. Komm, Dortmund darf nicht mehr gewinnen. Und damit hallo und herzlich willkommen von uns beiden, Wolf Fuß und Frank Buschmann. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Und da haben wir sie. Startaufstellung von Werder Bremen. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Und so tritt der BVB heute also an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Mopé. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Da passt er auf und kann klären. Achraf Hakimi. Das Titelrennen ist nach wie vor enorm spannend, Buschi. Ja, und ich bin gespannt, wie das nach dem heutigen Spieltag aussieht. Heute könnte sich schon einiges entscheiden. Heute hängt viel von Benzema ab. 2 Treffer zuletzt für ihn. Entsprechend wird er hier auch heute auftreten. Langkamp, Tolisso. Das ist klar, gibt Einwurf. Komm, Gebre Selassie.
Nuri Sahin am Ball. Klassen. Da ist die Flanke. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Grimaldo. Manuel Akanji. Den Ball kann er abfangen. Den Ball kann er klären. Weg ist der Ball. Sauber vom Ball getrennt hier. Jadon Sancho. Witzel. Dahoud. Nun Benzema. Axel Witzel jetzt. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Klasse Aktion, Ball ist weg. Super Pass. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Delaney. Ashraf Hakimi. Und bisher konnten die... Das war faul, da muss er Freistoß geben. Thomas Delaney. Benzema jetzt am Ball. Er lässt sich den Ball nicht abnehmen. Witzel, Delaney, Jadon Sancho, Benzema. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Mahmoud Dahoud. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt können sie vielleicht kontern. Klassen. Und jetzt die Chance. Sie liegen vorne und schwanken sich die Jubel. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. Und so machen sie sich das Wort. Das Tor quasi mit dem Haufen. Hat er so klappen können. Ja, ich weiß absolut, die waren mit dem Gedanken schon in der Kabine und dafür werden sie gefragt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Toprak. Dahoud. Das war einfach. Und er hat den Ball. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Nuri Sahin. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung. Anstoß Dortmund, weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Benzema jetzt am Ball. Tolisso. Saint-Maximin. Jetzt vielleicht. Der geht nicht rein. Super Chance. Oh, was für eine Szene. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Delaney. Benzema. Karim Benzema. Benzema! Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Oh,
Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Auf die Partie freuen wir uns. Das könnte richtig gut werden. So geht es für die Gäste weiter in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt Benzema in der Offensive. Boah, was für eine Chance! Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. Mopé. Jadon Sancho. Dahoud. Schönes Zuspiel. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Jetzt gibt's Abstoß. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Jetzt Schein. Mopé. Marco Friedl. Tolisso. Und hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Grimaldo. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Und Witzel. Wolf. Achraf Hakimi. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ein unbefriedigender Spielstand und nicht mehr viel Zeit. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann müssen die Dortmunder hier irgendwie versuchen, zurück ins Spiel zu kommen. Jetzt soll es also die langen Bälle in den Strafraum bringen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie damit Erfolg haben. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Axel Witzel am Ball. Klasse Zuspiel. Langer Ball zu Karim Benzema. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Mopé. Das macht er gut. Delaney. Grimaldo. Guerrero. Wolf. Benzema. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Für das Foul gibt's die Verwarnung für Toprak. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Schein. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Ist das hier die Entscheidung? Drin! Das war's! Das ist die Entscheidung! Damit ist der Deckel drauf! Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Super! Ich habe 8 Punkte hinter Dortmund.
noch. We can take you out of that sunny day into deep shades, pop that bubble each day, give you edge all saints, the industry all faints, and quakes at the arrival mate, and CC will take on all titles, hurricanes and rivals, revive your vitals, last and like Michael. Yes? Damit ist auch die Gabe, wo ich die Übernahme zu bearbeiten. Wir sehen uns doch morgen wieder. Ich hab mal die Gabe im Modus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ein Like freuen, wenn euch der ganze Kanal für die Abo freuen. Und ich. Die Instagram von meiner Seite in die Beschreibung. Und über Booster wahrscheinlich die Gewinner. Dann sehen wir uns. FIFA-Teil wieder. Bis dann, euer Flugprüfer. Ciao, ciao.